Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Eine Woche voller Wrestling liegt hinter uns. Wir wollen besprechen etwas, was genau genommen noch gar keine ganze Woche her ist. Deswegen passt es ganz gut in unserem Wochenrückblick-Format, der ja eigentlich auch nur ein halber ist, weil wir heute am Freitag nehmen wir sogar auf. Wir wollen Extreme Rules vom Marktführer noch einmal kurz Revue passieren lassen. Dann natürlich auch die Weeklies ansprechen, Raw und SmackDown. Beide, also Raw ratingtechnisch eher mau, SmackDown hat ein überraschend gutes Rating eingefahren. Über diese Shows wollen wir natürlich auch sprechen. Fight for the Fallen gibt es zu rekapitulieren. Und ja, das G1, das wir heute ein bisschen rausnehmen wollen, weil mein guter, kompetenter Gesprächspartner etwas zurückhängt. Ich bin tatsächlich das erste Mal nach 3 Tagen von Block A und Block B voll auf Ballhöhe. Und deswegen machen wir es beim nächsten Mal etwas ausführlicher. Ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil dann hat sich auch schon rauskristallisiert, wer, wo, wie und welche Matches, sag ich mal, die Crutch-Matches dann sein werden. Insofern nur ein paar Worte, wenn überhaupt, zum G1, wie unser bisheriger Eindruck ist, ausführlich dann beim nächsten Mal. Das alles mache ich nicht alleine, sondern mit dem Kollegen, der mittlerweile ja schon fast zum Inventar gehört. Es ist der Randy von Daniels, unser Olli. Jetzt müsste man auch das Flugzeug eigentlich ganz gut hören, das hier gerade über der Einflugschneise sich befindet, weil ich bin nämlich gerade draußen. Wetter ist hier Bombe und da habe ich gesagt, ich mache den Podcast jetzt mal draußen auf der Terrasse. Und ja, Nachbarn sind ordentlich am Schnacken, Flugzeuge fliegen hier in Hamburg schön durch die Gegend, wie das sein muss. Ja, deswegen, einige Hintergrundgeräusche werden vielleicht heute dabei sein, aber meine Güte, es ist Sommerloch, da kann man auch mal besondere Sachen machen. Du wohnst nicht direkt über der Einflugschneise, oder? Nee, nicht direkt. Da habe ich relativ Glück gehabt, weil bei uns ist ja auch relativ viel Luftverkehr. Ja, der Olli kommt aus Frankfurt, von daher, also wir sind quasi, gibt es in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, sind das so die größten Flughäfen? Ich habe keine Ahnung, Hamburg ist ja eher ein Witz. Düsseldorf noch. Düsseldorf, genau. Hamburg ist ja ein Witz im Vergleich zu Frankfurt. Aber nun gut, weg vom Flughafen hin zum Wrestling. Ich muss noch mal kurz, das Wetter wird wieder richtig geil und nächste Woche wird es auch geil. Ich werde dann, Anni, es wird so super. Aber ich bin gerade so euphorisch, dass ich immer wieder vom Wrestling ablenken will. Wobei, da gibt es eigentlich auch einige positive Sachen zu vermelden. Nicht zwingend alles, gerade bei Extreme Rules, mögen sich die Geister scheiden. Ich gehöre tatsächlich zu denen, die diese Show eher negativ gesehen haben und tue der Show damit wohl ein bisschen Unrecht. Denn wrestlerisch war das über weite Strecken ordentlich bis stellenweise gut, wenngleich auch nichts brilliert hat. Aber es war, und da bin ich gleich auf Ollis Meinung gespannt, ich will nicht sagen Abfall-Pay-Per-View, aber es war jetzt auch nicht die Graupe, die wir im Vorfeld zumindest nicht ausschließen wollten, Olli. Oder wie hast du Extreme Rules wahrgenommen? Ja, eigentlich so wie die meisten. Also ich fand es durchgehend solide. Also es war jetzt kein Match dabei, wo ich sagen würde, das war eine Vollkatastrophe. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, bis vielleicht auf das United States Championship Match war jetzt auch kein Match dabei, wo ich sagen würde, man sich unbedingt angucken und ich glaube, ich habe es im Team-Chat oder bei uns im Live-Chat so geschrieben, also war ein durchschnittliches Niveau, aber es hat so ein bisschen der Pep gefehlt, den man beispielsweise bei Stomping Grounds in der ersten Hälfte hatte, wobei er dann bei Stomping Grounds die zweite Hälfte deutlich abgefallen ist. Das war hier halt nicht der Fall. Sehe ich genauso. Also Ich finde sogar einen der größten Schwachpunkte mittlerweile bei den WWE-Pay-Per-Views gar nicht mal das Wrestling oder die Art und Weise, dass die Matches ja immer häufig nach einem bestimmten WWE-Muster aufgezogen werden. Ich fand Ricochet gegen Styles, da hat man es relativ deutlich wieder wahrgenommen, dass die hätten ein ganz anderes Match haben können. Aber sie haben ein wirklich gutes, aber eben ein WWE-Match gehabt. Das ist gar nicht so das, was mich so nervt. Was wirklich immer deutlicher mir bewusst wird, ist die Art und Weise, wie das Publikum mittlerweile schon erzogen wurde, in Anführungszeichen. Du weißt genau, wann die Pops kommen. Die kommen bei der Entrance, die kommen beim Signature.
Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich meine, nimm mal als Beispiel, werden wir gleich in der Card, wenn wir die durchgehen, darauf eingehen, Cesaro gegen Aleister Black. Das war kein typisches WWE-Match. Meltzer hat es sehr schön gesagt, das war das Match, was man am ehesten mit einem klassischen G1-Match vergleichen könnte. Und wie waren die Reaktionen der Fans? Null. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen mit dieser Art von Match, obwohl es beileibe kein schlechtes war. Und das finde ich mittlerweile so ein bisschen, das heißt ein bisschen ist das schon länger so, sehr bedauerlich, dass die WWE-Fans nur auf eine bestimmte Art von Match-Geschichte offensichtlich gedrillt sind, mit der sie was anfangen können. Und wenn das nicht so ist, dann gucken sie mit offenem Mund und wissen gar nicht, was Phase ist. Das ist mir zumindest aufgefallen. Hast du die Pre-Show gesehen? Nee. Wunderbar, ich auch nicht. Gehen wir nur kurz mal drauf ein. Nakamura gegen Finn Balor. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das vor 3 Jahren oder 4 Jahren bei New Japan für eine Partie gewesen wäre. Hätte vielleicht sogar, dem Main Event von Wrestle Kingdom wäre es wohl zu hoch angesetzt gewesen, aber hätte locker in den Co-Main Event oder das drittstärkste Match des Abends werden können. Hier bei WWE reicht es bei einem B-Pay-Per-View nur für die Pre-Show. Und das, obwohl der vermeintlich zweitwichtigste Titel der Company, also das kann man jetzt mit 2 World Championships eh nicht mehr sagen, aber doch ein sehr prestigeträchtigter Titel auf dem Spiel stand. Ja, Titelwechsel 0815, würde ich sagen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass das Match in Ordnung sein soll. Es hat auch nicht viel Zeit bekommen. 7, 8 Minuten, was will man da machen? Bei 205 Live hat Drew Gulak gegen Tony Nese verteidigt. Zum Match können wir wenig sagen. Ich klemme mir die Pre-Show mittlerweile, wie gesagt, seit Jahren regelmäßig. Wollen wir was zum Booking sagen oder ist das überhaupt noch ein Wort wert, ob jetzt wer oder auch nicht Intercontinental Champion ist, Olli? Man hat jetzt erstmal abwarten, ob man mit Nakamura wirklich was anfangen will oder ob das quasi jetzt wie die letzten Jahre in, ja, so ein bisschen versandet, dann quasi Titelrun ist 2 Wochen interessant und danach ist halt so wie immer. Ich kann mich an Balors Titelrun eigentlich kaum erinnern, ehrlich gesagt. Er war ja teilweise gar nicht mehr in den Shows bei SmackDown, obwohl er immer schon eine blaue Hose angehabt hatte. Aber ist da irgendwas hängen geblieben bei Balors Titelrun? Ich kann mich jetzt an nichts erinnern. Aus dem Stegreif nicht mal, gegen wen er den Titel überhaupt gewonnen hat. Warte, mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Er hat den Titel gewonnen gegen Bobby Lashley. Guck mal, ich wusste nicht mal, dass er den Titel mal hatte. Also, doch, er hat sich ja gefreut wie ein Schneekönig, hat sich Lashley ja gefreut, dass er den Titel damals... Aber hatte Lashley ihn nicht sogar auch zweimal? Bei WrestleMania. Bei Mania den Titel gewonnen? Ja, da warst du doch im Publikum. Das musst du doch wissen. Von wem denn? Von Lashley. Nein, von wem hat Lashley den Titel denn gewonnen, meine ich? Der hat ihn auch von Finn Balor gewonnen. Und von wem hat Balor ihn vorher gewonnen? Wieder von Lashley. Und von wem hat Lashley ihn dann das erste Mal gewonnen? Ich meine doch, Lashley hat ihn noch 2-mal gehabt, das erinnere ich noch. Ja, von Ambrose. Ach Gott, das ist ja das ist ziemlich lange her, dass das so ist. Also ich weiß nur, dass sich Lashley beim ersten Titelgewinn wie ein Schneekönig gefreut hat. Das weiß ich noch ganz genau, weil das eben der erste... Nein, das war im Januar. Der erste WWE-Titel in Anführungszeichen, den Lashley da gewinnen konnte. Das war bei Raw, meine ich. Da hat er sich wie ein Schneekönig gefreut. Ja. Und das war's, genau. Okay, lassen wir das mal so stehen und kommen in die Main Card. Da hatten wir die Paarung, von der ich im Vorfeld nichts, aber auch gar nichts erwartet hatte. Der Undertaker mit Roman Reigns gegen Shane McMahon und Drew McIntyre. Also, was soll ich sagen? Ich fand das Match gut. Ich fand das wirklich nicht schlecht. Wenn du, also es war eigentlich genau so, wie du es aufziehen musst. Wenn du den Taker schon mit deutlichen Handicaps körperlicher Art und alterstechnisch da hast und ihn trotzdem in das Match packst, dann musst du ihn ein paar von seinen Signatures machen lassen und eine Matchgeschichte erzählen, wo du versuchst, vom Wrestlerischen in Anführungszeichen abzulenken und ihm trotzdem die Spots zu geben, das Ganze so hinzukriegen, dass du eine flüssige Matchgeschichte hast. Das klingt
völlig bescheuert, das so hinzukriegen, aber sie haben es tatsächlich versucht und es ist meines Erachtens auch gelungen. Auch die Kombi Reigns und Undertaker passte. Der Taker dann nachher auch sehr viel eingesteckt außerhalb des Rings. Shane durfte seine Spots bringen, die passten diesmal auch. McIntyre hat alles versucht, um möglichst böse zu wirken und Roman war der strahlende Held, der, als es dann schon fast nicht mehr für möglich gehalten wurde, weil er so abgeräumt wurde, eingegriffen hat. Taker sah, fand ich, überraschend gut aus, hat sich auch ordentlich bewegt. Ich weiß nicht, warum der Bengel mit seiner Hüfte immer noch den Legdrop auf den Apron zeigt. Er muss es am besten wissen. Was kurz rasierte Haare manchmal schon ausmachen können, gab alles mehr Fülle und mehr Vitalität. Ich weiß nicht, ob man dieses Match mit dem Undertaker wirklich noch viel besser machen kann, als so, wie sie es umgesetzt haben. Ich hätte jetzt am liebsten gesagt, zu 4 Sterne reicht es natürlich nicht. Und was gibt Meltzer? 4 Sterne. Also, der hat hier richtig einen rausgehauen. Ich war bei 3¼, weil es wirklich eine gute Sache. Was sagst du zum Match? Ja, also da würde ich schon in den Tenor einstimmen. Also Undertaker sah wirklich normal im Vergleich zu seinem letzten Match gegen Goldberg, was ja wirklich eine kleinste Katastrophe war. Also sah es wirklich ganz gut aus. Man hat ihn seine Signatures zeigen lassen. Da hat er sogar hier den Oldschool gezeigt, auch wenn er da, glaub, nur 1-2 Meter aufs Seil gegangen ist. Da ist er ja früher regelmäßig fast bis zum anderen Turnbuckle gelaufen. Der Sprung sah auch nicht so glücklich aus, fand ich. War auch sehr verhalten, da die dann danach immer zeigt, diesen, was ist das, dieser Smash oder wie man das nennt. Ja. Ja. Und ja, also ich sag mal, was halt dem Match auch geholfen hat, ist, war, dass wegen dem Undertaker wirklich auch die Crowd drin war. Das hat das Match dann natürlich auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Und sag mal, ja, also 3,5 kann man maximal schon geben, aber 4 wäre mir jetzt auch deutlich zu hoch. Szene des Matches für mich, also irgendwann wird Shane 100 pro sich was tun, also ich meine, dieser Elbow-Drop, der sieht ja großartig aus, auch die Zeitlupe, das ist ja super Fluglinie und alles ganz großartig, aber Szene des Matches für mich, als der Undertaker dann völlig fertig im Ring war und seine wunderbare Wiederauferstehung zelebriert hatte und Shane ganz entsetzt geguckt hat, hat er gemerkt, dass er viel zu weit weg ist vom Undertaker, weil er konnte gar nicht seinen Chokeslam-Würgegriff ansetzen, weil Shane zu weit weg war. Shane musste, das sah so peinlich aus, er musste mit angstverzerrtem Gesicht dastehen, versuchen, eine Flucht anzudeuten und dabei zugleich näher an den Undertaker ranrobben, damit der endlich mal seinen Griff ansetzen kann. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, das war so Hammer. Und anstatt dass Shane sich wegrobbt, hat er sich hingerobbt. Okay, das war schlechtes Timing. Ansonsten gut gelöst. Ja, wie gesagt, überraschend gute Partie vom Undertaker. Hier hat man wirklich vieles, sehr vieles richtig gemacht. Zweites Match der Main Card. The Revival gegen die Usos. Wir haben im Vorfeld gesagt, das könnte ein gutes Match werden. Und genau das ist es auch gewesen. Problem dabei, die Halle hat es so nahezu gar nicht gejuckt. Die haben da ein gutes Match erzählt und jetzt ist das ist für mich so ein Paradebeispiel, was bei WWE wirklich ein Problem ist. Es hat keinen interessiert. Und das muss ich mal vorstellen, obwohl es um die Raw Tag Team Titel ging. Weil es nämlich vollkommen egal war. Ja, was also, denn? Obwohl, also. Ja, früher also war das Titel mal was wert. So, ja, aber heutzutage dann nicht mehr. Nee, eben. Das meine ich, ja. Da sind Titel auf dem Spiel und es juckt keinen. Es wird ein solides Match gezeigt, bis gutes Match und es juckt keinen. Warum? Weil es auch egal ist. Ne? Also das ist für mich so ein Paradebeispiel, was bei WWE Pay-Per-View-mäßig echt unglücklich läuft. Dass ein gutes Match sogar kommt. Ich will da das Wrestlerische gar nicht schlecht reden. Das war ein solides bis wirklich gutes Tag-Team-Match. Aber interessiert es noch jemanden? Nö, weil die Spots nicht da waren, weil die Jungs da keinen interessiert haben, weil der Titel nichts wert ist, weil es ein WWE Pay-Per-View-Match war. Tat mir echt leid. Und auch ich gehörte zu denen, die irgendwie das so über sich ergehen haben lassen, obwohl es ein gutes Match war. Ich konnte damit irgendwie gar nicht so viel anfangen. Schade. Olli. Naja, aber wen wundert das denn auch wirklich, wenn ich mir mal die Darstellung von Revival in den letzten 1-2 Monaten anschaue? Also, dann braucht man sich auch nicht wirklich zu wundern, dass die Leute das nicht mehr wirklich interessiert. Und ansonsten, ja, ich sag mal, angesichts der Chemie, die die beiden Teams durchaus schon auch gezeigt haben, hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten können. Andererseits waren es auch nur 12,5 Minuten. Also da kann man jetzt auch nicht keine Wunderdinge erwarten. Aber so hat sich dann insgesamt eine sehr unglückliche Mischung ergeben, sage ich mal, auch gerade
gerade weil eben die Crowd, nachdem sie auf den Undertaker-Stall gegangen ist, wahrscheinlich dann auch ein bisschen ausgebrannt war. Und dann haben sich halt so einige Faktoren zusammengetan, dass das Match halt doch bei Weitem nicht so gut geworden ist, wie es eigentlich hätte sein können. Obwohl ich der Wrestler nicht zustimmen muss. Also ich würde sagen, mehr als 3 Sterne war es auf jeden Fall. Ja, ja, denke ich nämlich auch. Also ich bin ja bei 3, 3,25 würde ich da schon geben. Man kann auch 3,5 geben. Das hat der gute Meltzer zum Beispiel gemacht. Aber ich finde es eben schade, wenn so ein Match dann, ja, ich will nicht sagen, ein Tod stirbt vor der Crowd, aber es eben unter ferner Liefen eigentlich nur stattfindet. Und ja, aber ich muss auch gestehen, beide Teams, was haben die denn für ein Standing im Main Roster? Bei den Usos wüsste ich jetzt nicht mal, in welchem Brand sie sind, peinlicherweise, weil ist ja eh jeder in jedem mittlerweile. Und The Revival, da weiß ich, dass die sich gegenseitig gerne den Rücken rasieren. So, also das ist mir signalisiert worden in den letzten Raw-Ausgaben. Ich meine, ja, deswegen sage ich ja, also genau, die Vorstellung von Revival, die war halt. Ich meine, was willst du dann erwarten? Das ist ja klar, dass dann die Leute sich nicht für die Champions interessieren. Genau. Also selbst wenn du ein 4,5-Sterne-Match da raushauen würdest, wäre das schon ein Problem, die Halle zu kriegen. Und unter so einer Leistung kriegst du sie eben erst recht nicht. Ne? Und da hilft auch ein gutes Match nicht. Ja, unter dem gleichen Fluch standen eigentlich auch Aleister Black und Cesaro. Aleister Black immer mit Videobotschaften, teils kryptischer, teils deutlicher Natur, meistens kryptisch. Cesaro, der dann darauf irgendwann reagierte und Stellung bezog, und so kam es zum Match. Zwei Europäer, die entsprechend stiff, konservativ zu Werke gehen. Und das haben wir hier auch gesehen. Das war kein typisches WWE-Match. Es war relativ stiff, wie ich bereits sagte. Die haben sich's richtig gegeben. Allein die Zeit hat nicht so richtig was zugelassen. Die Halle war hier auch, wie ich schon eingangs sagte, so kaum bis gar nicht drin, habe ich das Gefühl gehabt. Und auch ich bin vom Fernseher so ein bisschen weggedöst. Ist insofern blöd, weil ich mir vorher das G1 angeguckt habe. Da kann natürlich Extreme Rules nicht so bombig gegen aussehen. Und deswegen steht auch hier ein intensives, gutes Match, das bei der Crowd in der Halle und bei vielen Zuschauern am TV bestimmt auch unter Wert rausgegangen ist. Olli. Ja, denselben Fehler habe ich leider auch gemacht, dass ich mir eine G1-Show angeguckt hatte. Aber ja, im Grunde kann man hier eigentlich dieselben Symptome wie beim Match vorher aufzählen. Also zum einen haben sie jetzt nicht ganz so viel Zeit bekommen, zum anderen war jetzt die Darstellung auch in den letzten Wochen nicht so besonders. Mein Cesaro hat man jetzt mal ein bisschen gepusht und aus der Bedeutungslosigkeit rausgeholt, aber ob das jetzt wirklich so geholfen hat, ich finde auch immer noch, ewig langen und wochenlangen Vignetten dann immer, die man jedes Mal bringt, wenn man jemanden zurückholt oder sein Debüt feiern lässt, wie jetzt Aleister Black. Kann man mal 2, 3 Wochen machen, aber dann 2 Monate lang, finde ich, zieht sich dann halt auch immer so enorm und nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen Momentum. Dann hätte man vielleicht als ersten Gegner auch, ja, ich will jetzt nicht respektlos wirken, aber vielleicht dann doch einen größeren Namen als Cesaro nehmen sollen. Und dann hätte das Match vielleicht auch mehr Pep gehabt und wäre auch ein bisschen besser angekommen, weil so hat es jetzt ehrlich gesagt keinem wirklich weitergeholfen. Das sehe ich genauso. Wobei natürlich Black wird es ein bisschen weitergeholfen haben, weil er gewonnen hat. Aber ich habe ein Problem mit dem Charakter Aleister Black, ehrlich gesagt. Und das liegt nicht mal an ihm, weil er einen guten Job macht. Es liegt mal wieder an WWE selber, beziehungsweise an der Inszenierung. Ich meine, wie ist denn Aleister Black ins Main Roster gekommen? An der Seite von Ricochet als Tag-Team. Und da wirkte er ganz anders, als so wie er jetzt in den Vignetten rüberkommt. Und ich meine, das muss doch auch der Chefetage irgendwie auffallen. Das ist doch nicht wirklich was bringt in Richtung Glaubwürdigkeit, wenn ich jemanden erst so inszeniere und dann ohne ein Wort der Erklärung komplett anders, so als Restart, alles auf Null, jetzt geht's wieder los. Du kannst doch nicht, ich weiß, dass WWE und Vince so denken, so George Orwell-mäßig, was früher war, das ist gar nicht passiert und hat es auch nie gegeben.
aber das funktioniert doch einfach nicht, um es mal salopp zu sagen. Und naja. Ja, Olli? Also um da mal einzugreifen, deswegen haben sie ja quasi die wochenlangen Vignetten gemacht. Das ist WWEs Vorstellung von, dass man einem Charakter eine neue Richtung gibt und umschreibt. Aber man hat jetzt bis jetzt noch nie erklärt, warum sich der Charakter überhaupt geändert hat. Und indem man ihn quasi nicht direkt in die Shows einbindet, fällt es halt auch schwerer. Weil wie gesagt, 2 Monate lang immer wieder dieselbe Vignette zu bringen, hilft da nicht wirklich weiter in Sachen Charakterentwicklung. Sehe ich genauso. Also das ist ein Riesenproblem von WWE. Jetzt schweife ich mal kurz ein bisschen ab. Das ganze Ding, ich hätte auch kein Problem mit den Vignetten gehabt, wenn du irgendwie und auch halbwegs plausibel erklärt hättest, warum es jetzt auf einmal so ist, dass es irgendwie zum Streit kam oder zu Meinungsverschiedenheiten oder zu verschiedenen Perspektiven, wie es jetzt weitergehen soll zwischen Ricochet und Aleister Black, dass sie sich dann irgendwie entzweien und warum und am besten noch ein Wortgefecht und man ist persönlich enttäuscht und das übliche Gesülze, so nach dem Motto. Es wäre doch immerhin eine Geschichte gewesen. Ich meine, der Lebensweg von uns allen, der ist ja nun mal, wie soll ich sagen, an einer zeitlichen Linie. Und die Linie hört ja nicht einfach auf und fängt dann nochmal wieder neu an auf einer anderen Ebene. Sie ist immer gleich. Sie ändert sich, aber es gibt Gründe dafür. Und das ist doch konsequentes Storytelling, wenn du die Gründe erklärst. Genau das, was du, Olli, gerade gesagt hast. Ein anderes Beispiel, was so simpel gewesen wäre. Ich werde mich daran... Guck mal, ich wusste zum Beispiel nicht, dass Lashley den IC-Titel bei WrestleMania gegen Finn Balor verloren hat, obwohl ich da war, muss man auch noch zu meiner Schande. Aber ich war da irgendwie, es war so ganz nett da in New York und wir haben dann hier mal geguckt und dann haben wir was zu essen gekauft und so. Es war wie so ein gemütlicher Abend unter freiem Himmel, so nach dem Motto. Das Wrestling war da vollkommen sekundär, muss man auch sagen. Nee, aber eine andere Geschichte, und das werde ich bei WrestleMania nicht vergessen, weil das erste Match war, das ich gesehen habe, als Curt Hawkins und Zack Ryder den Tag-Team-Titel gewonnen haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wem sie ihn gewonnen haben. Ich glaube, von The Revival. Die haben damals bei WrestleMania den Gürtel gehabt. Und das war einfach so out of nowhere. Die Frage war auch, wieso sind sie unter dieses Titelmatch gekommen? Und dann haben sie einfach so das Ding gewonnen, um so einen Pseudo-Mania-Moment zu erschaffen. Du hättest das Ganze richtig gut aufbauen können durch eine ganz simple Sache. Ganz einfach hättest auf Zack Ryders Verlierertum anspielen können, dass er sagt, so, jetzt reiße ich mich zusammen und ich habe ein Ziel. Ich bin in dieses Titelmatch gebuckt worden und dann hättest du irgendwie 2 Wochen oder einen Monat vor Mania immer bei Raw oder so irgendwelche Vignetten bringen können, wie er jetzt ganz intensiv trainiert und mit Zack Ryder beim Bodentor und irgendein Schwachsinn. Aber dass du zumindest die Geschichte erzählst, er versucht es jetzt irgendwie auf Krampf. Aber das wird bei WWE nie gemacht. Es wird nicht erzählt, warum etwas so ist. Und das, ich meine, wie doof kann man denn sein, dass das die Fans irgendwann, neudeutsch gesagt, nicht mehr mitnimmt, in Anführungszeichen. Ich verstehe es einfach nicht. Da muss ich auch nochmal was sagen. Das hatte ich auch, glaube ich, jetzt die Tage auf Twitter gesehen und dann auch da nochmal gepostet. Hatte Chael Sonnen zuletzt einen Auftritt, ich weiß gar nicht bei welcher, glaube ich, auch eine gemeinsame Show mit Ariel Helwani, der vielen vielleicht als MMA-Journalist bekannt ist. Und da ging es dann halt darum, dass jetzt auch seit Conor McGregor immer mehr Leute quasi Gegner herausfordern. Und früher war es halt immer so, dass die Leute dann ganz im Dienste der Promotion gesagt haben, ja, ich kämpfe gegen jeden und egal wann und sagt einfach Bescheid. Dann hat Chael Sonnen halt auch gesagt, er war quasi der Erste, er hatte immer viel Wrestling-Einflüsse auch in seine Promos übernommen und er war so der Erste, der Leute gezielt herausgefordert hat. Und er hat dann jetzt auch quasi diese Woche in dem entsprechenden Segment auch nochmal gesagt, viele Leute erklären halt einfach, wenn sie Leute herausfordern, nicht das Warum. Also auch im MMA, er hat dann halt gesagt, 5W-Fragen sind halt immer entscheidend, wenn man eine Geschichte erzählen will. Und das kann man auch quasi, ich meine, das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, das ist quasi Wrestling Booking 101. Du musst halt erzählen, wer, also welche beiden Leute, wo, bei welchem Event, wann, das Datum, was, also in welchem Match die stehen. Und dann musst du aber auch noch das Warum erklären. Warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Warum sollten sich die Fans dafür interessieren? Dann habe ich halt auch geschrieben, das Warum ist quasi die Komponente, die im WWE-Booking schon seit Jahren fehlt.
halt einfach kein gutes Storytelling mehr. Und deswegen interessieren sich auch die meisten Fans für die meisten Wrestler einfach nicht mehr. Ja, unterschreibe ich genauso, wie du es gesagt hast. Sehr schöner Vergleich. Können wir auch gerne nochmal unten verlinken dann quasi das entsprechende Segment, also in unserem Post auf der Startseite, wo wir dann den Podcast bringen. Ist ja nur eine Minute lang, aber und wie gesagt, es ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft oder auch keine neue Erkenntnis, aber es ist halt kurz auf den Punkt gebracht und kann sich oder sollte sich auch jeder Wrestling-Fan nochmal kurz anschauen. Sehr gut. Ja, und das wurde uns früher immer erklärt. Also Hulk Hogan war immer der Gute und das jeweilige Monster war immer der Böse. So einfach ist es zwar heute nicht mehr, aber ich glaube, wie du schon sagtest, es ist auch jetzt, man muss auch kein Oscar-erfahrener Drehbuchautor sein, um solche recht einfachen Geschichten zu erzählen. Du musst es eben nur erklären und eine gewisse Handlungskontinuität haben. Und das ist es. Gut. Ach ja, Bayley gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Ich habe von dem Match im Vorfeld wenig erwartet. Bliss galt als angeschlagen, hat man meines Erachtens auch gesehen. Sie hat nicht viel gemacht. Wenn sie was gemacht hat, hat sie sich teilweise zurückgehalten, aber dann doch ein, zwei Spots genommen, wo ich dachte, Mann, wenn du dich schonst, warum nimmst du die denn? Die ging dann auch schon wieder so ein bisschen Richtung Hinterkopf. Aber na gut, sie hat die Ringfreigabe bekommen und das wird dann ja alles auch vorher so ausgelegt worden sein, was sie machen soll. Ich wusste nicht so genau, was ich von diesem Match halten sollte, außer dass ich es nicht so richtig gut fand. Die Geschichte Bayley als Babyface gegen zwei Gegner ging nicht so richtig auf. In der Halle war Bayley nicht over. Wer over war, wenn überhaupt, war Nikki Storm. Und bitte? Nikki Cross, ich bin auch bei den Indies, ich bin immer noch bei Shimmer, da ist es noch Nikki Storm. Ich müsste mal fragen, wie sie auf diesen Namen kommt, Nikki Storm. Ich habe eine Theorie, der Bassist von Motley Crue heißt Nikki Six und seine Tochter heißt Storm. Ich weiß nicht, ob sie so ein großer Fan ist, aber ich werde sie immer mal fragen, wenn ich sie sehe. Also wohl nie. Ja, wie gesagt, die Matchgeschichte funzte irgendwie nicht so richtig, weil die Halle nicht mitgespielt hat. Und dann kam auch dazu, dass das Match selbst auch nicht so richtig doll war. Bayley hat einiges versucht, alleine es hat nicht funktioniert. Ihr Run steht unter keinem guten Stern. Die Fans nehmen sie nicht an. Man hat ihr jetzt hier einen Sieg gegeben gegen zwei, weiß der Geier, was es ist. Ob es Heels sind, keine Ahnung. Alexa, ja. Nikki Cross, genau, eigentlich nicht. Ich war überrascht, dass Bayley verteidigt. Find's aber im Nachhinein irgendwie nachvollziehbar, dann geht mit ihr doch eben noch ein bisschen mehr. Die Geschichte mit den Co-Champs, das haben wir in der Preview gesagt, wäre vielleicht ganz putzig gewesen. Nur ist es, wie es ist. Doll fand ich es zumindest nicht. Nee, also war in meinen Augen eine einzige Enttäuschung. Vor allen Dingen, weil ich ja relativ viel Potenzial in der Match-Konstellation gesehen habe. Also zum einen, wenn jetzt Cross und Bliss quasi gemeinsam gewonnen hätten und dann Co-Champions gewesen wären, wäre meiner Meinung nach mal wieder ein bisschen eine kreativere Storyline und auch Entscheidung gewesen, aus der man auch in den nächsten Wochen viel hätte machen können. Oder was man eben auch machen könnte oder hätte können, weil da gebe ich dir recht, Bayley wird zwar relativ stark gebuckt jetzt, also sie gewinnt ihre Matches, was ja vorher quasi nie der Fall war. Aber so richtig ankommen beim Publikum tut sie nicht. Also hätte man theoretisch jetzt auch Turn von Nikki Cross gegen Alexa Bliss bringen können, dass quasi Cross Bliss attackiert und damit Bayley zur Titelverteidigung verhilft. Und dass dann Cross an die Seite von Bayley als Heels tritt und Bliss als Face auftritt. Was jetzt vielleicht insofern ein bisschen komisch dann gewesen wäre, weil Bliss Paraderolle ist ja ganz klar der Heel und von Bayley eigentlich die Face-Rolle. Nur ist es ja so, dass Bayley bisher als Face im Main-Roster eigentlich nie wirklich überzeugen konnte. Und dann hätte man das durchaus mal versuchen können, vielleicht so ein bisschen kreativer zu lösen. Aber so, wie es jetzt abgelaufen ist, fand ich es einfach nur eine einzige Enttäuschung. Sowohl vom Match als auch quasi von der Erzählung her. Wobei Becky, Bayley als Heel, da müsstest du ihr ja wirklich ein komplett neues Gimmick auch geben, weil als dieses nette Mädel von nebenan. Ja, als Face funktioniert sie ja aber nicht im
Main-Roster, weil man keine Faces wirklich gut kann. Nee, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Nur du kannst ja, was ich, Reigns, gut, das ist ein blödes Beispiel, nehmen wir Ziggler. Den kannst du zum Face machen, den kannst du zum Heel machen, ohne irgendwas an seinem Image zu ändern. Der kommt immer noch als der Show-Off raus. Oder Miz, der hat sich ja eigentlich auch von seinem Gimmick kaum verändert. Der war als Heel, genau wie als Face, ist mit den gleichen Klamotten und so rausgekommen. Bayley wird schwer. Also Bayley als Bösewicht mit dem Outfit, da müsstest du dich eigentlich ja komplett irgendwie als was weiß ich was da inszenieren. Ja, das Aber wäre jetzt mit. nicht das Problem. Nee, nee, Also, das könnte man ja machen. gar nicht, also absolut nicht. Ich habe nur überlegt, man kann jetzt einfach sie nicht böse machen, da müsste man schon ein bisschen mehr investieren. Und bei WWE ist das immer so eine Sache. Gut, das machen sie ja. Da gibt es irgendwelche dusseligen Klamotten, die decken sie sich dann ja immer recht schnell aus. Aber na gut, wir sind mal gespannt. Derzeit hält man aber an Bayley als Face fest, relativ deutlich. Den Split habe ich auch noch nicht gesehen zwischen Cross und Bliss. Wer weiß, ob da überhaupt noch irgendwie das Ganze fortgeführt wird. Wir werden es erleben. Ein Match, wo sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen scheiden, ist Braun Strowman gegen Bobby Lashley. Ich fand's nicht gut. Ich fand es recht langweilig. Obwohl, und das habe ich schon während des Matches mir gedacht, die wirklich sich den Arsch abarbeiten. Die haben sich nicht geschont. Man hat gesehen, dass sie wirklich alles versucht haben, hart gearbeitet haben. Haben versucht, wie du auch schon im Vorfeld sagtest, die Stipulation entsprechend auszunutzen, da was draus zu machen. Allein, es gab mir nichts. Die Prügelei bei dem Merchandise-Stand, der so offensichtlich kein richtiger Merchandise-Stand war, ja, okay. Dass dann die Security da den Bereich abgesperrt hat, wirkte auch irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, das wirkte dann doch alles eher gestellt als wirklich jetzt spontan und so weiter. Das Ende durch, was ich, wo er da durchgeplumpst ist, was war das überhaupt? Wo er da. Präparierter Hallenboden oder? Ja, also sah irgendwie merkwürdig aus. Keiner konnte sehen, wo Lashley ist. Wir zählen mal auf Verdacht einfach los und dann kommt Strowman wie so ein Monster aus irgendeinem Horrorfilm dann da durch die Wand und so weiter. Das war ja alles okay. Oder man kann es gut finden. Ich fand es irgendwie langweilig bis nachher irgendwie peinlich. Meltzer fand es gut. Er hat den ganzen dreiviertel Sterne gegeben. Und jetzt haben wir hier zwei Meinungen. Meltzer, der es gut fand, ich, der es irgendwie nicht gut fand. Wie fand Olli es denn? Ja, ich bin da eher bei dir. Also war okay, aber ich finde halt, ich meine, das ist halt immer das Problem bei den WWE-Matches. Also wenn du so eine Hardcore-Stipulation hast. Aktuell traut man sich da halt nicht wirklich mal wirklich einen drauf zu machen, sondern es sieht halt immer so alles ein bisschen, naja, wie soll ich halt sagen, so gedämpft, kindlich aus. Wie gesagt, dann auch immer dieser Mist mit dem präparierten Boden. Auch mit der LED-Wand da. Ich finde, das hat weniger Impact, als wenn du, keine Ahnung, mal ein paar Stuhlschläge oder sonst irgendwas bringen würdest. Ich finde halt immer diese Sachen, wo du so wirklich siehst, dass das halt einfach präpariert ist. Das catcht mich halt wirklich überhaupt nicht. Wie gesagt, insgesamt kann man sagen, war okay, aber. Denk mal, in 2 Monaten wird sich niemand mehr an dieses Match erinnern und das ist letztendlich mein Maßstab für so ein besonderes Gimmick-Match wie ein Last Man Standing-Match. Den Effekt hat es halt einfach bei mir nicht. Ja, wie gesagt, da sind wir uns ja tatsächlich einig und so ein bisschen in Opposition zum Wrestling-Guru. Ich will hier übrigens auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich solche Matches bei WWE toll, schlecht finde und bei New Japan zwangsläufig toll, eben nur weil es bei New Japan ist. Ein anderes Beispiel, da kann Olli jetzt noch gar nichts zu sagen. Das ist heute Morgen bei uns in Deutschland am Freitag gerade über die Bühne gegangen. Der dritte Tag des B-Blocks des G1. Ich würde ihn auch nicht spoilern, was den Ausgang angeht. Tomohiro Ishii gegen Jon Moxley war der Main Event. Und da ging es auch. Wirklich teilweise, gerade in der, wie das eben so war, auch zu erwarten, deswegen Spoiler, ich glaube, ich jetzt nichts Schlimmes für Olli, sonst hör kurz weg. Da ging es auch neben dem Ring und durch die Zuschauer und die Treppe hoch und die Treppe runter und so weiter. Das sieht bei New Japan alles ein bisschen stiffer aus manchmal, aber auch da muss ich gestehen,
ich weiß nicht, ob das sein muss. Manche stehen da drauf. Das ist eine tolle Geschichte vielleicht. Aber es sieht eben immer so ein bisschen komisch aus. Wenn ich außerhalb des Rings mit jemandem mich prügel, dann mache ich das doch ganz anders. Also, aber egal. Also auch bei New Japan fand ich den Beginn nicht so toll. Aber ach, welch Wunder. Es wurde nachher noch eine absolute Granate. Aber mehr möchte ich hier nicht vorgreifen. Muss ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Weil es ist ja jetzt aber auch so, dass es bei New Japan gibt es quasi überhaupt keine Hardcore-Stipulationen. Also ich glaube so die letzten 10 Jahre gab es da wirklich fast gar nichts. Also es gab mal, wenn halt ein neues Stable gegründet wird und dann jemand hintergangen wird, dann gab es mal so Hardcore-Stipulationen. Also ich kann mich erinnern, beziehungsweise... Damals habe ich ja noch keinen New Japan verfolgt, aber habe ich ja dann auch so ein bisschen was nachgeholt, als Great Bashir sich quasi aufgelöst hat und der Großteil zu Chaos gewechselt ist. Da hatten Togi Makabe und Toru Yano dann beispielsweise auch ein paar Hardcore-Matches gegeneinander, aber ansonsten ist es halt bei New Japan relativ unüblich. Und das mit Mox war jetzt auch kein großer Spoiler. Kann ich jetzt auch nochmal gerade erwähnen, unser guter Asperger Crow hatte ja auch bei Twitter letztens geschrieben, dass ja quasi bisher bei jedem G1-Match von Moxley gab es ja entweder vor oder während dem Match einen Teil, wo die sich dann durchs Publikum brawlen oder so. Und genau wie er finde ich das dann halt auch ein bisschen schade, weil das spricht meiner Meinung nach ein bisschen dafür, dass New Japan ihm im Ring nicht ganz so viel zutraut wie den anderen, also dass man halt quasi bei jedem Match so eine ja so ein bisschen so eine Off-Rogue-Hardcore-Einlage einbauen muss. Aber wobei, wie gesagt, das war jetzt kein Spoiler, weil das hat er ja bisher bei jedem Match auch schon gehabt. Also. Dann bin ich ja beruhigt. Wobei ich eben nicht genau weiß, ob Mox das will oder ob New Japan ihn so bookt. Also, ob das, ja, das oder, ist halt die Frage. Na, genau, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, generell, also die beiden hätten schon längst ausgezählt werden müssen übrigens. Also nur um diesen Match mal vorzugreifen. Denn wie du schon sagtest, es gibt diese Hardcore-Stipulation bei New Japan selten bis gar nicht. Und das war ein normales Singles-Match. Und ich glaube, die waren gefühlt 2 Minuten draußen. Und das ist ja doch ein bisschen mehr als 20 Sekunden. Ich weiß auch nicht, wann die Wrestler anfangen zu zählen. Also ist auch egal. Generell ja, sehen sie... da kann ich jetzt quasi auch nochmal kurz eingreifen, weil das Thema hatte ich auch mit Asperger Crow und Cressy im Bezug auf das Naito gegen Taichi Match, weil ja da auch der Referee, also Red Shoes, quasi, ja... unabsichtlich getroffen wurde und auf dem Boden lag. Dann kam ja auch die Frage auf, ob quasi New Japan nur einen Referee hat, was sie ja natürlich nicht haben, aber es war halt darauf gemünzt, dass halt im Gegensatz zur WWE oder so kein Ersatz-Referee reinkommt. Also seit ich New Japan schaue, habe ich noch nie gesehen, dass quasi ein Ersatz-Referee rauskam. Und es gab auch schon Referees, die mal 1-2 Minuten auf dem Boden lagen. Vielleicht kann da jemand, der japanischen Promotions schon länger verfolgt, was zu sagen. Aber es ist halt so, dass in den japanischen Promotions quasi kein Match mehr via DQ oder Countout entschieden wird. Was einfach daran liegt, dass man das in den 80ern ganz gerne gemacht hat. Da auch so einen Begriff für Dusty Finish, weil WCW unter Dusty Rhodes als Booker das auch ganz gut gemacht hat. Oder ganz gerne gemacht hat, dass beispielsweise der Face einem Heel den Titel abnimmt, aber dann wegen irgendeiner Formalie, also keine Ahnung, der Heel hat da doch irgendwie seinen Fuß unter dem untersten Seil oder was weiß ich, wurde dann halt quasi der Pop für den Titelgewinn des Faces mitgenommen, aber dann wurde halt durch die Autoritätsperson entschieden, okay, es gab doch die Situation, weswegen der Heel jetzt doch seinen Titel behält. Und bei New Japan hat man sowas halt, oder bei All Japan auch, hat man halt solche Finishes auch in den 80ern mal ganz gerne genutzt, um seine Topstars zu schützen, dass halt keiner eine wirklich cleane Niederlage einsteckt. Nur sind dann in den Mitte, Ende der 80er sind viele Shoot-Style-Promotions in Japan dann entstanden, die dann halt quasi... ich sag mal, MMA-Kämpfe simuliert haben und woraus dann halt auch wirklich die erste moderne MMA-Promotion, Pancrase, die ja unter anderem von Minoru Suzuki dann gegründet wurde, die quasi aus diesen japanischen Wrestling-Promotions entstanden.
Style Promotions haben halt dann immer ein cleanes Finish durch KO oder Submission versprochen. Und dann seit Ende der 80er wurde das dann bei New Japan und All Japan auch eingeführt, dass es halt quasi nur noch cleane Finishes gibt. Und seitdem sieht man halt auch bei den beiden Promotions keine Countouts oder DQ-Finishes mehr. Vor allen Dingen halt nicht in wichtigen Matches wie One-Matches darstellen. Deswegen haben dann quasi die Referees immer so ein bisschen mehr Spielraum und beginnen dann halt den Count erst später oder außerhalb des Rings. Gab es ja jetzt auch bei den bisherigen G1-Matches unzählige Szenen, wo quasi Stühle eingesetzt wurden oder so und wo dann halt auch keine DQ ausgesprochen wurde. Also es hat halt eben diesen historischen Hintergrund, dass es bei New Japan quasi so gut wie überhaupt keine DQ oder Countout-Finishes gibt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann kann man sich auch gleich fragen, warum man überhaupt zählt oder ein Stuhlverbot einsetzt, weil das habe ich dieses Jahr sehr häufig gesehen beim G1. Das ist ja noch nicht lange am Laufen. Also da kommen ja noch, ich glaube, sechs Tage kommen, glaube ich, noch. Sechs Tage. Dass da wirklich die Refs teilweise geschubst werden, bewusst bepöbelt, Stuhlschläge vor den Augen des Refs und passiert einfach nichts. Und das finde ich irgendwie echt, du hast jetzt erklärt, warum es so ist, aber ich finde es bescheuert. Also es ist halt in gewisser Weise ein bisschen inkonsequent, wobei man halt dazu sagen muss, im Ring gelten halt quasi immer noch die Regeln. Also wenn du im Ring erwischt wirst, wie du einen Stuhl einsetzt, dann gibt es halt auch eine DQ. Aber außerhalb des Rings ist halt quasi so ein bisschen anything goes, was man ja auch bisher gesehen hat. Genau. Und bei den Countouts ist es halt teilweise so, dass der ein Wrestler muss halt den Referee auffordern zu zählen. Oder wenn die beiden halt zu lange außerhalb vom Ring sind, dann fängt halt der Referee, ist es halt im eigenen Ermessen, dass der Referee dann anfängt zu zählen. Also kann man jetzt auch sagen, man hat sich da halt so ein bisschen die Regeln über die Jahre hingebogen. Ja. Wie gesagt, Cressy oder Asperger Crow fanden es ja, wie gesagt, jetzt auch nicht gut. Aber es hat halt eben den historischen Hintergrund, dass man Ende der 80er quasi angefangen hat, gerade bei wichtigen Matches halt keine Q- oder Countout-Finishes mehr zu bringen. Na gut, also ich bin da auf Linie von Cressy und Asperger Crow. Regeln sollten schon eingehalten werden. Aber egal, weil das fand ich bei New Japan ja auch so toll, dass das eben immer noch diesen Anspruch hat, wie ein Sport rüberzukommen. Und wenn da so eine Grauzone ist, die sehr nach WWE-Regelauslegung, wir machen es, wie es uns passt, klingt, finde ich es ein bisschen schade. Auch wenn es hier natürlich eine größere Tradition gibt und von der man auch so schnell nicht abweicht. Aber es ist zumindest... Wie gesagt, also es ist insofern schon konsequent, dass es halt quasi außerhalb des Rings genau nicht angewandt wird, aber im Grunde genommen ist es halt ja eigentlich schon ein Regelverstoß. Eben, und das finde ich ein bisschen unglücklich und so richtig erklären tun es die Kommentatoren auch nicht, vielleicht weil es schon als selbstverständlich angesehen wird, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt... Also Kevin Kelly hat da auch an den ersten Tagen quasi darauf hingewiesen, dass außerhalb des Rings die Referees einen größeren Ermessensspielraum lassen. Also okay. Das wurde zumindest schon erwähnt. Einen größeren Ermessensspielraum. Ach Gott. Na gut, Ermessensspielraum hin oder her. Wir wollen ja heute nicht über das G1 und die Regelauslegung uns schwerpunktmäßig unterhalten. Das machen wir vielleicht dann nächste Woche. Wir wollen zurück zu Extreme Rules. Da ging es dann beim nächsten Match um die SmackDown Tag Team Championship. Big E und Xavier Woods von New Day gegen Daniel Bryan und Rowan als amtierende Champions und Heavy Machinery, die, ja, ich will fast sagen, ewigen Herausforderer. Das war nicht ihr erstes Titelmatch. Ich glaube, es war ihr zweites, aber es ist auch nicht so viel. Aber immerhin. Hat mir gefallen, hat mir wirklich gut gefallen, weil man auf die Stärken der jeweiligen Teams bzw. Worker gesetzt hat. Sprich, man hat bei Heavy Machinery das Charisma von Otis und seine Agilität in Szene gesetzt. Bei Tucker ist es weniger das Charisma, aber auch seine Agilität und Kraft, hat mir sehr gut gefallen. Big E und Xavier Woods sind nun, glaube ich, jedem mittlerweile ein Begriff. Insbesondere Xavier ist sich für manche spektakuläre und auch intensive Aktionen selten zu schade. Immer wenn Daniel Bryan im Ring war, wirkte das alles geordnet mit einem roten Faden. Und Eric Rowan hat man dann auch so gut es geht versucht rauszuhalten. Wenn er da war, hat er nicht viel Negatives anrichten können. Hat mir wirklich gut gefallen,
dieses Tag-Team-Match. Es war jetzt nicht das, was vor spektakulären Aktionen irgendwie den Rahmen sprengte und insofern auch ein kleines bisschen untypisch für WWE. Aber es war ein Match, das eine Geschichte hatte und das, ich will nicht sagen, aber vielleicht sage ich es doch, fast schon konservativ geführt und aufgebaut wurde. Und deswegen, wenn es auch für manche langweilig rüberkam, für mich auf WWE, aus WWE-Perspektive sogar erfrischend wirkte. Schade, dass Heavy Machinery wieder nicht gewonnen haben. Schade, dass Brian und Rowan verloren haben, wobei das für mich irgendwo nachvollziehbar ist, insbesondere wenn man, da wir bei den Weeklys drauf zu sprechen kommen, wenn man bedenkt, was mit Daniel Bryan jetzt passieren soll oder auch nicht passieren soll. Big E und Xavier Woods sind jetzt nicht zwingend die Champions, die man braucht. Olli hat schon in der Vorbesprechung gesagt, er rechnet damit, dass es hier durchaus wahrscheinlich ist, dass die gewinnen. Es ist so gekommen. Jetzt hat man zumindest die Situation, dass The New Day für ein paar Tage mal alle Gold um ihre Hüften haben. Ist doch auch was Schönes. Meltzer hat 4 Sterne rausgehauen, war für mich ein bisschen hoch, aber 3,5, 3, 3 Viertel, da würde ich mitgehen. Und für mich war es sogar das stärkste Match des Abends. Ja, Olli. Da gehe ich nicht ganz mit. Macht Also, nichts. wie gesagt, ich fand bis auf, also ich fand, da kommen wir ja dann jetzt auch gleich zu, Styles gegen Ricochet das beste Match und bis auf Styles gegen Ricochet fand ich es halt auch, wie gesagt, war alles so ein bisschen ein Trott. War jetzt kein wirklich schlechtes Match dabei, aber auch kein wirklich gutes. Also bei dem Match würde ich jetzt auch sagen, 3,5 ist okay. Also ist ja schon eigentlich auch ein gutes Match dann, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt eins, was so stark herausragt und was man sich unbedingt angesehen haben muss. Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon geahnt, dass man New Day jetzt alle Titel zuhört. Ich hätte mir ehrlich gesagt auch Heavy Machinery lieber als Titelträger gewünscht, aber da kann man ja zumindest sagen, Daniel Bryan wurde ja gepinnt, also werden wahrscheinlich Heavy Machinery und New Day weiter um die Titel. Gehe ich von aus. Ja, machen wir doch mal kurz den Schwenk hin zu dem von dir angesprochenen AJ Styles gegen Ricochet Match, das für dich das stärkste Match des Abends war. Ja, da gehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz mit, weil das Match, das fand ich tatsächlich, dass es so vor sich hin plätscherte, obwohl es richtig gut war. Aber es war für mich dann tatsächlich eine Degradierung dessen, was die beiden eigentlich könnten, weil es eben nur ein wirklich gutes WWE-Match war. Und ich gucke mal gerade, ich bin hier auf Ebene von Meltzer, der hat dem SmackDown Tag Team Champion mit 4 Sterne gegeben und Styles gegen Ricochet 3,3 Viertel. Insofern bin ich jetzt nicht vollkommen auf der alleinigen Spur sozusagen. Ich will nicht sagen, ich war enttäuscht von Styles gegen Ricochet, aber ich habe mir mehr erwartet und ich glaube auch zu wissen oder mir diese Aussage anmaßen zu können, wäre das Match nicht bei WWE gewesen, sondern ein paar Kilometer weiter östlich, das wären locker 4,5 Sterne geworden. Paar viele Kilometer weiter östlich. Ja, genau so richtig. Also da, wo die Sonne aufgeht, sozusagen. Klar, ihr wisst, was ich meine. Das war mir einfach zu viel WWE. Deswegen kann ich deine Begeisterung nicht so ganz nachvollziehen. Ja, aber ich sag mal, das kann man ja bei jedem Match sagen, also oder zumindest bei den Top-Leuten, dass sie quasi außerhalb von WWE, wo sie nicht so sehr eingeschränkt werden, bessere Matches worken könnten. Aber ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, das war das einzige Match für mich auf der Card, was die 4-Sterne-Marke gebrochen hat. Also ich wäre bei 4 Sternen glatt. Also jetzt auch nicht großartig höher als Meltzer oder du, aber ich fand, die beiden haben es halt auch wirklich geschafft, ihre bisherige Storyline gut im Match einzubauen und zu erzählen. Wie gesagt, das hat mir halt auch in den ganzen anderen Matches so ein bisschen gefehlt. Also wenn wir auch gerade auf Aleister Black gegen Cesaro nochmal zurückblicken, was ja quasi das große Debüt oder Comeback, je nachdem wie man es halt sehen will, von Black dann gewesen wäre. Und da hat man, in dem Match hatte man es halt, wie gesagt, so ein bisschen verpasst, den Aufbau, und der meiner Meinung nach eh nicht so glücklich war, mitzunehmen.
Und bei Styles gegen Ricochet hat man das meiner Meinung nach besser gelöst. Also es war wirklich das Match, wo ich auch am meisten drin war und am meisten investiert war, weil die bisherige Story halt auch gut erzählt war und die beiden die auch im Match gut rübergebracht haben. Und es war halt, abgesehen davon, auch ein gutes Match. Kein überragendes Match, aber ein gutes Match. Und insgesamt würde ich dann da halt auf 4 Sterne und das beste Match des Abends kommen. Wunderbar. Also ihr seht, Olli und ich sind uns auch nicht immer einig. Ich sehe es ein bisschen anders, obwohl ich das, was du sagst, nachvollziehen kann. Aber so sind die Geschmäcker in den Details dann tatsächlich verschieden. Ich bin hier bei 3,5, 3, 3 Viertel. Für mich ist eigentlich kein Match wirklich an der vier, also über die 4-Sterne-Grenze rüber. Am ehesten eben noch das SmackDown Tag Team Title Match. Aber da haben Olli und ich eben getauschte Wertung, so nach dem Motto. Und das ist dann ja auch in Ordnung. Kofi Kingston gegen Samoa Joe. Nochmal, um den. Ja, bevor Da es in hast du den. noch was vergessen. Was habe ich vergessen? Kevin Owens gegen Dolph Ziggler in 17 Sekunden. Meinst du, das habe ich vergessen? Ja, habe ich. Aber ich habe es eigentlich nicht vergessen, weil es war auch zum Vergessen. Gut war, dass man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Nämlich sehr kurz. Also, das war eigentlich nur der Stunner und dann war Schluss. Mich nervt das Booking von Owens bereits jetzt. Auch wenn er bei seinen Promos offenbar freie Hand hat, aber er hat sich ja nicht ausgedacht, was er hier zum Gegenstand seiner Aussagen macht. Nämlich, ja, Shane ist doof und was für Talente er alles nicht einsetzt und so weiter. Das wirkt alles so anbiedernd und man macht hier Kevin Owens zum Sprachrohr einiger Die-Hard-Fans oder auch der Masse von Fans. Geht mir unglaublich auf den Sack, wenngleich Owens natürlich derjenige ist, der sowas auch delivern kann, also rüberbringen kann. Ja, ich glaube, Ziggler ist aber, was dieses Ding angeht, jetzt durch, denn Owens wird sich mit Shane Ja, klar. anlegen. Das war ja Also das sehr, hat man ja sehr auch deutlich bei, bei SmackDown genau, dann schon gesehen, dass richtig. das Ding durch. Und Miss Hurra Hurra wird es mit Ziggler zu tun kriegen. Ich kriege jetzt schon Schnarchanfälle. Aber nun gut, willst du mehr zu dem Match bei Pay-Per-View sagen? Ja, ich will allgemein noch was sagen. Also wie du fand ich es halt gut, dass man es schnell beendet hat. Wie gesagt, Ziggler ist für mich in der WWE tot. Der wird nie wieder was reißen oder interessant werden. Und da man Owens ja jetzt einen relativ großen Push gibt, war das ganz gut gelöst. Und ja, wie du gesagt hast, also Owens ist natürlich überragend am Mic. Ich fand auch seine Promos bisher alle stark. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass man ihn genau wie auch schon bei Becky Lynch vor, ja, ist ja jetzt schon fast ein ganzes Jahr her, dass man ihn zu sehr in so eine Stone Cold für arme Rolle drängt. Auch gerade, dass er jetzt quasi gegen einen McMahon immer wieder den Stunner zeigt. Also es wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein billiger Stone Cold gegen Vince McMahon-Abklatsch. Und das ist halt das Problem, was ich bei der Sache habe, weil eigentlich liefert Owens halt die letzten Wochen gerade am Mic grandios ab, aber es wirkt halt alles wie so ein billiger Attitude-Era-Abklatsch. Und das versteht man bei WWE auch nicht. Also, The Rock war over, weil er The Rock war. Es hätte auch kein anderer so machen können. Hogan war over, weil er Hogan war. Und Austin war over, weil er Austin war. Und WWE versucht jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, auf Krampf, seit Jahren schon. Reigns ist das Paradebeispiel. Irgendwie diese Worker als die von mir gerade genannten großen Legenden oder auch als ein paar andere zu inszenieren. Eine Zeit lang hat Reigns versucht, so ein bisschen auf Austin zu machen, als er dann gegen die McMahons gestellt wurde. Dann hat er versucht, so ein bisschen auf so Rocky-Mann nachzumachen, was ja voll nach hinten losgegangen ist. Und jetzt Owens auch so ein bisschen als Austin für Arme, wie du so schön sagtest. Er braucht es nicht. Er ist als Owens gut und nicht als irgendwas anderes. Und ich wünschte, man würde ihm noch mehr Freiheit geben, aber klar, darf er nicht. Die Storyline muss er so rüberbringen, wie er es eben muss. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es wirkt jetzt schon anbiedernd. Aber wir wissen ja nun nicht erst seit gestern, dass WWE keine Babyfaces booken kann. Und als Abklatsch eines Top-Babyfaces ist es noch ein bisschen tragischer. Gut, weiter geht's mit dem Match um die WWE Championship. Vor Einführung des Universal Titles der wichtigste Titel der Company. Jetzt hält ihn Kofi Kingston seit WrestleMania. Auch eigentlich das einzig richtig gute Match, 4 Sterne plus, das Kofi seitdem abgeliefert hat.
Wir haben bei der Vorbesprechung gesagt, woran liegt es? Mal gucken, vielleicht platzt jetzt der Knoten. Nein, meines Erachtens war das wieder bestenfalls Durchschnitt, was hier gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob sie mit angezogener Handbremse gewirkt haben. Ich weiß nicht, ob sie es nicht besser können. Ich weiß nicht, ob einfach nicht mehr drin war. Dieses Match war kein gutes Match. Es war auch kein grottenschlechtes Match, aber es war ein durchschnittliches Match. Seit Kofi Champion ist, hat er noch nicht ein richtig starkes Match rausgehauen und die Serie geht weiter. Oder Olli sieht es hier wieder anders als ich und hat eine Granate gesehen. Nee, also da gehe ich mit. Also wie auch schon am Anfang gesagt, grottenschlecht war bei dem Pay-Per-View jetzt kein Match oder nicht mal schlecht, aber groß rausgestochen hat das auch nicht. Ich finde es halt einfach nur schade, was man mit Joe halt macht, der jetzt seit 2 Jahren immer grandios abliefert. Dann bei den Pay-Per-Views verliert er quasi immer und kriegt auch immer wenig Zeit. Also es war jetzt ja auch bis auf Owens gegen Ziggler und den Cash-In dann später war das ja mit das kürzeste oder sogar das kürzeste Match und war alles in allem in meinen Augen ziemliche Enttäuschung, obwohl es halt wie gesagt nicht schlecht war, weil ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man Joe halt einfach mal den Titel gibt und einen Run gibt, weil er halt wirklich seit 2 Jahren grandiose Arbeit abliefert. Ich fand ihn die letzten Jahre bei TNA wirklich überhaupt nicht mehr gut und seit er bei WWE ist, hat er sich meiner Meinung nach wieder deutlich gesteigert und reicht auch wieder an seine Ring of Honor und frühen TNA-Zeiten ran, vielleicht im Ring nicht ganz, also bin mir nicht sicher, ob er noch ein 5-Sterne-Match worken könnte, aber gerade am Mic und von seiner ganzen Darstellung, Präsentation ist er da eigentlich wieder auf Top-Niveau und dafür springt halt leider am Ende zu wenig raus. Ja, das ist der Fluch von Samoa Joe im Main Roster. Der kann noch so hart bei den Weeklies arbeiten, bei den Pay-Per-View kriegt er nicht, Pay-Per-Views bekommt er nicht die Bühne, um es umzusetzen. Bei NXT hat er richtig starke Matches gezeigt. Im Main Roster ja eben bei den Weeklies auch, aber er darf es dann nicht oder soll es nicht oder kann es nicht, ich weiß es nicht, bei den Pay-Per-Views. Und ja, Kofi habe ich angesprochen. Da fehlt im Moment auch was und eigentlich, so hart es klingt, er ist reif, den Titel wieder zu verlieren, denke ich, aber boah, wer soll ihn sonst nehmen? Wird noch bis zum SummerSlam mindestens dauern, also. Da wurde auch nichts angeteased bei der letzten SmackDown-Ausgabe, wer ja es... doch, Randy Orton hat doch hat ach Gott, gepinnt. Ja, ja, gut, och. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen oder auf ein Multiman-Match, also noch mit den anderen Kaspern. Elias und wer war noch dabei? Du hast recht. Ja, aber Orton, oh Gott, ja, von mir aus. Aber kannst du immer als Champion mal einsetzen, aber braucht auch kein Mensch eigentlich. Ist auch schon mit, na, ist egal. Lassen wir das mal so stehen, lassen wir uns überraschen. Der SummerSlam ist ja noch ein bisschen Joe, weiter weg. Ja, Joe war auch noch dabei. Ja, aber Joe haben wir ja gerade besprochen. Nein, das funktioniert so alles nicht. Orton war die letzten Wochen überhaupt gar nicht da. Nun denn, Main Event Zeit. Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und Lacey Evans. Egal wer verliert, falsch. Wenn Rollins und Becky verlieren, egal wer gepinnt wird, so wäre es richtig gewesen, sind beide Gürtel weg. Das war die Stipulation. Ja, also ich habe bei dem Match alles Mögliche gemacht. Ich habe mir was zu essen gemacht. Ich habe mal kurz im Briefkasten geguckt. Also alles Mögliche habe ich hier gemacht. Deswegen habe ich auch einige Lücken. Ich weiß, dass mir das Match, zumindest das, was ich gesehen habe, irgendwie nicht viel gegeben hat. Erstmal das war auch schon beim Open, hat mir das so tierisch genervt. Wenn wir hier ein No-Holds-Barred-Match haben, warum soll ich denn dann brav am Apron stehen und auf den Tag warten? Da prügel ich doch um mich wie ein Beknackter. Was soll der Rotz? Aber na gut, hier hat man es auf jeden Fall auch so gemacht. Theoretisch hätte da jeder jedem aufs Maul hauen können und nichts wäre passiert. Aber man hat die Stipulation so umgesetzt, wie man es eben umgesetzt hat. Am Ende war Baron Corbin der böse Bube, der tatsächlich ein End of Days gegen Becky Lynch gezeigt hat. Die war entsprechend fertig. Rollins als treusorgender Gatte dreht durch, macht Corbin fertig, gibt ihm die Stomps und das war's. Meltzer war es 3¼ Sterne wert, mir nicht annähernd so viel. Was hat Olli vergeben? Ja, also da gehe ich mit. Viel gegeben hat es mir nicht, aber
gesagt, also schlecht war auf der Card jetzt kein Match. Also ich wäre wahrscheinlich so zwischen 2,5 und 3 irgendwo. Ja, da bin ich auch. Ein bisschen runter. Aber wie gesagt, also habe ich ja auch schon in der Preview gesagt, wer Baron Corbin und Lacey Evans in einen Pay-Per-View-Main-Event stellt, da kannst du halt auch nicht viel erwarten. So sieht's aus. Interessant war, glaube ich, für alle Beteiligten auch, was danach passierte. Während der Show kam Paul Heyman raus und sagt übrigens, Spoiler, ja, das ist keine Vorhersage, das ist ein Spoiler, Brock Lesnar wird eincashen. Und jetzt machte das alles irgendwo so ein bisschen Sinn, als Paul Heyman ja vor einigen Wochen sagte, heute kommt Brock Lesnar und wird eincashen bei Raw und er kam nie. Deswegen hat jeder gesagt, ja, ja, der Junge, der immer Wölfe schrie, red ruhig, es gibt keine Wölfe. Aber diesmal kam Brock Lesnar tatsächlich und ich war gespannt, was man jetzt machen würde. Wie würde sich Rollins jetzt noch heldenhaft zur Wehr setzen? Lesnar kam, German 1, German 2, dann der Cash-In und er nahm Rollins hoch zum F5 und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Rollins da rauskommen würde. Kam er nicht. Der F5 ging durch. Ich war mir sicher, dass Rollins auskicken würde. Tat er nicht. Der Pin ging durch und das war's. Lesnar hat, ja, sang- und klanglos eingecashed. Rollins hat sang- und klanglos verloren den Gürtel. Gut, er war ja auch geschwächt und so weiter, aber ich dachte, dass Rollins mittlerweile in Booking-Region ist, wo er zumindest aus dem F5 auskicken kann, gerade nachdem er ein paar Sekunden vorher keine Probleme hatte, Baron Corbin mal kurz zu Kleinholz zu prügeln, so nach dem Motto. Insofern, er war jetzt ja nicht völlig fertig. Und Brock Lesnar ist aber noch ein relativ großer Unterschied. Ja, aber er war jetzt ja nun nicht völlig, sag ich mal, nach 50 F5s oder was, Attitude Adjustments völlig fertig. Er war ja auf den Beinen, er hat Lesnar gesehen, hat ihn erwartet. Und dann zwei Germans reichen aus, um ihn Platz zu machen und einen F5, um ihm Rest zu geben. Ich dachte, er wäre auf höherem Booking-Niveau. Aber na gut, war er nicht. Und das Schlimme, was ich dabei empfunden habe, ich fand den Titelwechsel gut. Ganz traurig, aber ich fand ihn wirklich gut, ich fand ihn erfrischend, ich habe gedacht, habe ich auch im Board geschrieben, lieber unseren Teilzeit-Söldner, der Vince das Geld so aussaugt, wie eine Mücke das Blut aus einem Menschen in einer lauen Sommernacht, als diesen langweiligen und für mich unglaublich blassen und auch schwachen Babyface-Run von Seth Rollins als Universal Champion. Also ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Run, den Seth Rollins hier an den Tag gelegt hatte. Er kam für mich zu keiner Zeit wie ein Babyface rüber, eher wie ein arrogantes Heel-Arschloch. Das habe ich aber in Rollins immer so gesehen. Ich habe Rollins immer als guten Heel gesehen und nie als gutes Babyface, aber das ist Geschmackssache. Aber ich war froh, ich fand es nicht schlimm, als der Titel weg war von Rollins auf Lesnar. Und ja, was meinst du? Behält er ihn auch nach dem SummerSlam oder nicht? Ja, muss man ja eigentlich fast. Also größtenteils würde ich dir da zustimmen. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass ich froh war, dass Rollins den Dorn hat, weil ich halt immer noch das Problem sehe, wenn du halt den Titel wochenlang nicht in den Shows hast, dass es halt wirklich förderlich ist. Was ich mir halt im Vorfeld gewünscht hätte, wäre, dass man sich diese ganzen Heyman-Ankündigungen gespart hätte. Lesnar halt quasi seit Money in the Bank überhaupt nicht aufgetreten wäre und dann, dass man dann halt den Cash-In als wirkliche Überraschung bringt. Von mir aus halt eben nach dem Match. Aber was dann halt gut war, ist, dass Lesnar halt wirklich dominant dann bei Germans, den FF, den Titel gewonnen hat. Weil du musst jetzt Lesnar wirklich wieder stark darstellen, dass derjenige, der Lesnar dann am Ende den Titel abnimmt, dann auch wirklich davon gestärkt wird und einen Push bekommt. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass es jetzt Seth Rollins beim SummerSlam sein wird, weil dann hätte man sich die ganze Geschichte auch sparen können. Also es muss meiner Meinung nach dann auch wirklich jemand anderes sein. Und im besten Falle auch jemand, der noch nicht wie Rollins im Main Event etabliert ist. Und wer könnte das sein? Da könnten relativ viele in Frage kommen. Also genügend Leute mit Potenzial hat man. Nur wird man sich bei den meisten nicht trauen, quasi gegen Lesnar zu stellen. Also ich könnte mir da, wie gesagt, viele vorstellen. Finn Balor, Andrade,
die eigentlich beide in den Main Event gehören, Kevin Owens. Ja. Oh. Also wie gesagt, Optionen gibt es relativ viel. Selbst Aleister Black. Stimmt. Ja, müssen wir mal gucken. Bin ich auch mal gespannt, was uns da erwarten wird. Eigentlich gehe ich mit. Also wenn du jetzt Rollins den Titel gleich wiedergibst, dann kann man sich über den Sinn und Unsinn dieser Aktion schon mal ein paar Gedanken machen. Denn, egal, wir werden das verfolgen. Aber ich glaube eigentlich auch. Wir müssen jetzt auch ein bisschen auf die Tube drücken. Drücken wir auf die Tube. Machen wir kurz und knackig Raw durch. Was soll ich sagen? Paul Heyman kam raus und sagte, mal gucken, wer hier Brock Lesnar den Titel abnimmt. Hat dann diese schöne 10-Mann-Battle Royale. Wie gesagt, Seth Rollins, haben wir schon gesagt. Randy Orton war lange nicht gesehen. Big E, ein Tag-Team-Worker. Cesaro hat verloren. Braun Strowman hat gewonnen, den Pay-Per-View vorher. Mysterio verliert nur noch. Baron Corbin verliert. Sami Zayn war gar nicht mehr da. Bobby Lashley hat verloren. Und Roman Reigns. Die fand ich eigentlich ganz gelungen, die Battle Royale, wenn man eben bedenkt, dass es eine Battle Royale ist und Seth Rollins hat gewonnen. Ja, haben wir ja schon was zu gesagt. Ja, was halt da das Problem war, wie du ja auch schon angedeutet hast und worüber sich ja auch viele beschwert haben, also neben Reigns und Rollins standen halt, ja, ich will jetzt nicht sagen nur Luschen in dem Match, aber zumindest auch viele Leute, die zuletzt quasi nichts gewonnen haben. Womit haben die sich eigentlich einen Spot für den Number One Contender erarbeitet? Also das war ein Problem. Und was ich halt auch noch schade fand, das hätte sich doch jetzt perfekt angeboten, um die nächsten 2-3 Wochen ein Turnier zu ziehen. Aber damit hätte man ja sinnvoll TV-Zeit gefüllt. Will man ja nicht. Sowas wollen wir nicht. Dann macht man lieber 10 Minuten Battle Royale, weil damit hat man sich ja auf jeden Fall ein Titelmatch mehr verdient, als dass man 3 Turniermatches hintereinander gewinnt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Absolut richtig. Ja, wir haben das Comeback von Bray Wyatt gehabt. Viele fanden es toll, ich nicht. Bray Wyatt hat eine neue Maske auf und er hat ansonsten das gemacht, was er sonst auch immer macht. Er taucht aus dem Nichts aus, schnappt sich irgendjemanden aus der Dunkelheit, gibt ihm die Sister Abigail und guckt durch die Gegend. Das ist natürlich jetzt alles toll mit dem Funhouse und der neuen Grusel-Clowns-Maske, was ich auch die von Slipknot gekauft hat oder von Critters, was ich irgendwie, ist auch egal, da gibt es bestimmt tausende, irgendwelche Internet-Nerds mögen das mal kurz erklären, woraus diese Maske zusammengebastelt wurde. Ich sage, es ist Critters und Slipknot, das war mein erster Gedanke. Aber vielleicht gibt es noch andere Sachen. Auch ein bisschen das Joker-Grinsen kann man auch so ein bisschen erkennen. Aber egal. Das bin ich mal sehr gespannt, Olli. Wie hast du das gesehen? Ja, also an und für sich gesehen war es halt ganz gut, aber wie du schon gesagt hast, es war halt quasi dasselbe, was er auch die letzten Jahre immer abgezogen hat. Ich habe das, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben. Das Problem bei Bray Wyatt war nie die Präsentation. Problem war, dass so gut er auch in seinen Promos ist, er hat immer dasselbe erzählt, was immer inhaltslos war. Und er hat jedes wichtige Match verloren auf seinen einen Titelrun, den er dann mal hatte. Wo es dann aber quasi auch schon viel zu spät war. Wo sein Charakter schon so beschädigt war, dass der Titelrun ihm auch nicht mehr geholfen hat. Und auf die beiden Sachen wird es halt drauf ankommen. Also wie gesagt, die Präsentation war nie das Problem bei Bray Wyatt. Es kommt halt darauf an, ob seine Promos jetzt wirklich mehr Substanz haben und ob er dann auch die wichtigen Matches gewinnen darf. Daran wird es liegen, ob sein Comeback jetzt erfolgreich wird oder nicht. Genau. Und dann schauen wir mal. Weil eigentlich ist Bray Wyatt so wie immer, nur mit einem netten Firefly-Funhouse-Vorspann und einer neuen Maske. Und ja, was ich halt ganz gut fände jetzt, was auch wirklich dann mal kreativ wäre, in den Firefly-Funhouse-Segmenten war es ja so ein bisschen, hat man ja so ein bisschen Schizophrenie angedeutet und dass Wyatt quasi seine dunkle Seite unterdrückt. Ich fände es halt ganz geil, wenn jetzt nächste Woche ein Firefly-Funhouse-Segment kommt, wo Wyatt ganz normal wieder also halt quasi in der Rolle, die er vorher gespielt hat, sein Segment abzieht. Ja, das hätte was. Dass ihm quasi nicht bewusst ist, dass er letzte Woche bei Raw aufgetreten ist und quasi als der böse Bray dann halt Finn Bella attackiert hätte. Das wäre mal eine schöne Geschichte, ja. Fände ich wirklich ganz gut. Da gehe ich mit. 100% dass es so nicht kommt.
Ich sag dir, was passieren wird. Er wird immer jetzt als der Maskenmann durch die Gegend laufen. So. Aber wäre natürlich geil, wenn es so wäre, wie du gesagt hast. Jo, die Street Profits finde ich gut, dass man sie in die Backstage-Segmente bringt. Das können sie nämlich. Maria macht immer noch mit ihrem Ehemann beleidigende Geschichten. Mal gucken, was da der Payoff sein wird, wenn es überhaupt einen gibt. Ziggler wird sich mit The Miz anlegen. Und ich finde die 24-7-Geschichte immer noch großartig. Was R-Truth und Jack Maverick da machen, gefällt mir. Olli ist nicht mehr so begeistert. Du siehst zu viele Parallelen zur Hardcore-Championship. Ja, also an und für sich ist es halt gut. Ich meine, viele Fans werden sich da auch nicht dran erinnern können. Aber im Grunde genommen ist es halt auch ein ganz großer Abklatsch von der Crash Holly Storyline, als er Hardcore Champion war und gegen die Mean Street Posse, also die Kumpels von Shane McMahon, damals gefedert hat. Da hat man auch Titelwechsel oder Titelverteidigung am Flughafen und im Hotelzimmer gehabt und man klappert jetzt quasi alle Locations von damals nur nochmal ab. Also an und für sich gesehen ist es halt schon gut, aber auch da, muss ich sagen, wirkt das halt so ein bisschen wie ein Abklatsch aus der Attitude-Ära. Ja, kann ich nichts zu sagen. Hab die Attitude-Ära tatsächlich damals ein bisschen geskippt, ist gut. Das war immer eine etwas längeren Wrestling-Pause, die 20 Jahre. Wenn ich jetzt nur auf die Leistung der Worker abstelle, gefällt es mir tatsächlich. Ich finde, die machen das wirklich gut. Sie sind wie der Fisch im Wasser. SmackDown, kurz und knackig. Da stand vieles eine im Zeichen. Eine Sache hast du noch vergessen. Pardon, was habe ich denn noch vergessen? Natalya ist doch jetzt Number One. Ach Gott. Ja, Nettie ist out of nowhere sozusagen Number One Contenderin, hat ein ewig langes Qualifikationsmatch gewonnen. Was auch nicht wirklich gut war und von den Fans auch zu Recht zerrissen wurde. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Alexa Bliss sich auf Twitter beschwert hat, dass man den Frauen gegenüber nicht so kritisch sein soll. Und nur weil die Frauen jetzt ein längeres Match bekommen hätten, hätte es Kritik gegeben. Aber da muss man halt einfach ganz deutlich sagen, solche Chance gibt es auch in Männermatches, die Leute nicht interessieren. Und das Match war halt wirklich auch einfach nur grottenlang. Also zum einen ewig lang und irgendwie schlecht. Geht besser, um es diplomatisch zu sagen. Ja, und nun ist Nettie Herausforderin von Becky beim SummerSlam. Na. Der in Kanada stattfindet, was auch der einzige Grund dafür sein dürfte, dass Natalya Number One Contenderin. Ja, da bin ich immer gespannt, ob man Becky ausbuht. Ich möchte fast wetten. Wir werden es erleben. Kurz zur blauen Show. Da stand, wie ich schon sagte, vieles bis alles im Zeichen von Shane und Kevin Owens. Man hat dann eine halbe Stunde Zeit damit gefüllt oder gefressen, dass Shane alle Worker auf der Rampe antreten hat lassen und fragte, ja, seht ihr das denn auch so? Cruz sagte, der ganze Lockerroom sieht es so. Andere sagen, nö, das stimmt alles gar nicht. Irgendwann kam dann Owens, der eigentlich verbannt war, und gibt Shane einen Stunner. Olli hat bereits schon gesagt, das war so ein bisschen die Austin für Arme Storyline. Cesaro und Black kriegen ein Rematch, das nicht ganz so gut war wie beim Pay-Per-View. Dafür in der Länge fast identisch. Na gut, Lotte gewinnt gegen Liv Morgan. Liv Morgan offensichtlich, auch sie war eine, die auf dem Titantron eher Face-Töne abgelassen hat. Hier offensichtlich auch mit einem Gimmickwechsel Richtung Babyface-Turn. Ja, na gut. War jetzt auch einige Monate lang nicht mehr, oder Wochen zumindest. Gibt auch relativ viele, die jetzt einen starken Push für sie fordern. Ja, hat man schon vorher gemunkelt, dass Vince so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Ja, interessant, was ich hier nochmal kurz herausstellen möchte. Daniel Bryan, eigentlich sollte er in der Battle Royale am Montag auftreten, wurde dann gestrichen. Dann sollte er bei SmackDown ein karriererelevantes Segment, eine große Ankündigung machen. Und er kam raus, hat ein paar Mal angesetzt, ist dann aber gegangen. Die Frage ist das jetzt Storyline oder steckt da wirklich was hinter? So wie es inszeniert wird, muss es eine Storyline sein, weil dafür bauscht man es auch medial zu groß auf. Es wird aber auch hinter den Kulissen tatsächlich gemunkelt, dass man hier über ein Karriereende nachdenkt. Oder was heißt nachdenkt? Dass man nachdenkt, diese Ansage zu bringen. Sei es, weil es ein Engel ist, sei es, weil es
tatsächlich, weil Brian jetzt wieder so weit ist. Ich sage wieder, wir hatten das Ganze ja schon mal. Hast du da mittlerweile irgendwas Neues gehört, was den Stand der Dinge betrifft? Ich habe nur den Observer gehört, dass das so gemunkelt wird. Und deswegen kann ich das Ganze auch nicht beurteilen. Was halt insofern unglücklich ist, ist, dass WWE ja ab und an mal ganz gerne und auch ganz bewusst False Advertising betreibt. Und insofern fand ich das Segment jetzt auch nicht so ganz geglückt. Wenn jetzt natürlich dann eine Storyline draus wird, dann ist es okay. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht wieder, wie man ja auch mal immer ganz gerne macht, Brian jetzt 3 Wochen in Folge lang rauskommen lässt und er sagt dann nie was und das zieht sich dann wieder ewig. Also da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber so müssen wir halt jetzt dann erstmal abwarten. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, die Kabuki Warriors, auch ganz süß. Asuka und Kairi Sane hatten ja in Japan sich ein Contender-Herausforderungsmatch erarbeitet. Das wurde dann wochenlang totgeschwiegen. Jetzt hat man es auf die Karte gepackt. Sie haben es gewonnen, allerdings nach 1:30 durchaus zählen. Ja, das wird dann wohl auch noch auf dem SummerSlam auf die Karte kommen. Was hatten wir sonst noch, Olli? Ember Moon ist jetzt auch Number One Contenderin auf die SmackDown Women's Championship. Stimmt. Sie wird es zu tun bekommen mit Bailey, genau. Ich weiß, was haben wir eben drüber gesprochen. Aber muss man halt auch erstmal abwarten. Ja, bei SmackDown traten sie noch zusammen an. Und jetzt werden sie es dann beim SummerSlam. Also es ist relativ viel schon fix für ein SummerSlam. Also wundert mich ein bisschen. Aber das ist der Stand der Dinge. Was man auch noch erwähnen kann, genau wie bei Raw, da hatten wir noch nicht erwähnt, Cedric Alexander als Fortführung seiner großartigen Gary was Garbutt Vorstellung in der vergangenen Woche, wo er zwei Minuten verloren hat, hat er ja diesmal überraschend gegen Drew McIntyre gewonnen. Auch krass, ja. Da wird es aber wahrscheinlich nicht auf ein SummerSlam-Match rauslaufen, weil ja gemunkelt wird, dass McIntyre gegen den Undertaker antreten wird beim SummerSlam. Ja, aber bei SmackDown hatten wir sowas Ähnliches, wo Apollo Crews überraschend gegen Andrade gewonnen hat. Stimmt. Mal gespannt, ob da noch was draus wird. Ja, die beiden hatten ja schon vorher auch mit Crews und Zelina Vega immer so ein bisschen was zu tun, in Anführungszeichen. Könnte durchaus sein, dass hier irgendwas, ja gut, ob es für die Maincard reicht, werden wir sehen. Olli sagt, wir müssen auf die Tube drücken. Deswegen eine Sache würde ich noch ganz gerne erwähnen, und zwar gab es ja ein Backstage-Segment, wo Ali zu Shinsuke Nakamura gekommen ist und ihm zum Titelgewinn gratuliert hat. Also da könnte uns die nächste IC-Titel vorstehen. Fände ich nicht schlecht, das Match im SummerSlam. Ali gegen Nakamura. Wenn es genug Zeit kriegt, könnte man da durchaus was draus machen. Vor allen Dingen, weil Alis Promos oder seine Vignetten die letzten Wochen fand ich jetzt auch wirklich gut und da hat man es jetzt auch wirklich nicht übertrieben. Ich glaube, es gab 2 oder 3 Vignetten und jetzt kommt er zurück in die Shows. So ist es in Ordnung. So hätte ich mir das auch bei Aleister Black gewünscht. Sehr schön. Damit kommen wir ganz kurz zu Fight for the Fallen, dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Olli. Ja, also Pre-Show habe ich nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. Dann erstes Match, Six-Man-Tag, MJF, Sammy Guevara, Sean Spears, also quasi 3 Heels gegen Darby Allin, Jimmy Havoc und Joey Janela, der ja so ein bisschen Tweener ist aktuell in den Shows. War ein ganz guter Opener, aber nichts, was mich jetzt wrestlerisch unbedingt gecatcht hätte. Was halt sehr gut war, war wirklich das Heel-Character-Work von MJF, Guevara und Spears. Ich gehe auch davon aus, dass die alle 3 eine relativ große Rolle in den TV-Shows dann einnehmen werden. Brandi Rhodes gegen Ellie war überhaupt nichts. Also Brandi Rhodes hat sich leider wrestlerisch überhaupt nicht weiterentwickelt. Was ganz gut war und erwähnenswert war, Awesome Kong ist dann quasi als ihr Bodyguard aufgetreten und nach dem Match kam dann Aya Kong raus, die ja in Japan eine ziemliche Legende ist und da könnte uns jetzt bald ein Kong gegen Kong Match bevorstehen, was sicher ganz gut
wäre, wenn beide ihre Leistung abrufen. Bei Awesome Kong weiß ich jetzt halt nicht, wie es bei ihr wrestlerisch aussieht. Vor 10 Jahren bei TNA hat sie halt wirklich mit zu den besten Frauen gehört. Aber da muss man jetzt dann halt abwarten, weil ich habe jetzt die letzten Jahre nichts von ihr gesehen. Kann ich jetzt nicht großartig beurteilen, auf welchem Leistungsniveau sie sich noch befindet. Dann das Three-Way Tag Team Match, Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson gegen Angelico, Jack Evans und Jungle Boy und Luchasaurus. War in Ordnung, auch wenn ich sage, alle drei Teams können noch ein bisschen mehr liefern. Das Match hat natürlich unglaublich von der Crowd profitiert, weil Jungle Boy und Luchasaurus ja so ein bisschen die Publikumslieblinge sind. Und auch die Dark Order hat ihren Job sehr gut gemacht. Bin zwar weiterhin der Ansicht, dass sie als Super Smash Bros. Besser funktioniert haben, aber die Dark Order hat ja jetzt bisher auch storyline-technisch einen relativ großen Platz in den AEW-Shows bekommen und die werden, denke ich, auch dann in den TV-Shows einen relativ guten Push bekommen. Da muss man dann mal abwarten, weit man das bookt, aber grundsätzlich die Worker, die kennt man ja noch als Super Smash Bros., waren ja auch immer gut unterwegs und da muss man jetzt mal warten, wie sie in ihrer neuen Rolle dann eingesetzt werden. Nächstes Match Adam Page gegen Kip Sabian. Ja, hat mich jetzt nicht unbedingt enttäuscht, aber hat mich halt auch nicht wirklich mitgenommen, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass halt klar war, dass Page vor seinem Titelmatch gegen Jericho auf jeden Fall gewinnen wird. Mit knapp 20 Minuten fand ich es dann auch, hat es ein bisschen gezogen, war mir ein bisschen zu lang. Nächstes Match Lucha Bros, also Pentagon Jr. und Rey Fénix gegen SoCal Uncensored, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Fand ich so ganz gut. Also bei Kazarian und Sky und natürlich auch Daniels, wenn er im Ring steht, sieht man halt schon so ein bisschen, dass sie jetzt ein bisschen zum älteren Semester gehören. Haben natürlich teilweise immer noch großartige Matchleistungen drin, aber hier war klar, dass man jetzt nicht so viel Highspots und Flippy Shit wie beim Lucha Bros gegen Young Bucks Match sehen wird. Aber insofern fand ich es halt gut gelöst, dass das Match dann auch nur 15 Minuten ging. In den 15 Minuten hat es auch voll unterhalten und hat meiner Meinung nach auch die 4-Sterne-Marke durchbrochen. Dann meiner Meinung nach vielleicht sogar das beste Match am Abend. Kenny Omega gegen Shima fand ich mal wirklich von beiden sehr stark geworkt. Hat mich auch gefreut, dass Shima jetzt wirklich mal Zeit in einem seiner AEW-Matches bekommen hat. Hat meiner Meinung nach bewiesen, dass er auch immer noch zur Creme de la Creme rein wrestlerisch gehört und gerade der oder die Meteora von quasi von den Zuschauerrängen auf einem Tisch liegenden Kenny Omega war halt wirklich ein Spot, den man so nicht alle Tage sieht und der auch wirklich, wie man so schön sagt, das Dach von der Halle angehoben hat, weil die Fans waren auch in dem Match sehr stark drin. Und am Ende hat natürlich Kenny Omega gewonnen, der in den AEW-Shows dann auch eine größere Rolle als Shima spielen wird. Aber das hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, dass Shima dann auch später weiterhin regelmäßig für AEW antreten wird. Und da wäre ich auch schon hier bei dem Match wirklich bei 4,5 Sternen dabei. Ungefähr dieselbe Wertung könnte man auch dem Main Event geben. Beiden haben wirklich, also Young Bucks, Matt und Nick Jackson gegen die Brotherhood, Cody und Dustin Rhodes. Beiden haben wirklich sehr gut ihren Kontrast Fragen gebracht. Also zum einen zwischen dem Highflyern Young Bucks gegen doch eher, ich will jetzt nicht sagen matten Wrestling, aber die doch eher solideren Cody und Dustin Rhodes. Dazu hatte man ja noch den Storyline-Aufbau, dass sich die Bucks so ein bisschen über die Szene nach dem oder die Versöhnung von Cody und Dustin nach ihrem gemeinsamen Match lustig gemacht haben, was ja vor allen Dingen Dustin Rhodes so ein bisschen persönlich genommen hat.
War letzten Endes meiner Meinung nach vielleicht einen kleinen Ticken zu lang, also hätte man auch früher beenden können. Und ansonsten fand ich es halt, wie gesagt, gerade deswegen gut. Das hatte ich ja beim letzten Young Bucks Match so ein bisschen kritisiert, dass da halt viel Flippy Shit um des Flippy Shits willen dabei war. Und das war halt hier wirklich nicht der Fall, weil man halt hier auch wirklich eine Storyline dahinter hatte und sich daran auch schön abarbeiten konnte. Und dass es dann halt zwar durchaus Highspots gab, aber dass alles eben eine gewisse Struktur hatte und nicht einfach alle 20 Sekunden irgendeiner einfach nur für irgendeinen Spot durch die Luft geflogen ist. Also insofern hat das Match gerade in dem Aspekt geliefert und würde dem Match dann halt auch 4,5 Sterne geben. Wer die Show noch nicht gesehen hat, wie gesagt, kann die sich absolut angucken. War eine gute Show, die Crowd war sehr gut. Und insbesondere die letzten drei Matches waren dann halt auch wrestlerisch sehr überzeugend. So viel zu Fight for the Fallen. Mussten wir leider jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Deswegen besprechen wir auch heute nicht den G1, aber ich kann versprechen, das wird nächste Woche dann alles nachgeholt werden. Boah, mit den großen Worten des Versprechens beenden wir die heutige Show, denn Olli hat noch Anschlusstermine, wie man so schön sagt. Ich bin froh, dass wir es heute hingekriegt haben, sonst wäre es die nächsten Tage nämlich zeitlich sehr gestresst gewesen. Deswegen, gar nicht lange große Worte machen. Wir sind fertig für heute, freuen uns auf die nächste Woche, wünschen euch ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, bleibt gesund, bis bald. Tschüss! Gute!